Der Sinn von Verfahrensvorschriften, insbesondere von Fristen im Rechtsverkehr, ist der, Rechtssicherheit zu schaffen. Die Änderungen der IV, wie sie ja, wie ihr wisst, schon seit langem bestehen, letztmals revidiert im Jahre 2005, deswegen steht dieser Klammerzusatz gelegentlich noch da, sind in der ab diesem 1. Juli gültigen Fassung, trägt die 12 Monate nach der Verabschiedung bzw. deren Notifikation die Vertragsstaat automatisch in Kraft, sofern ein Vertragsstaat nicht in den 10 Monaten seine Ablehnung mitteilt oder Vorbehalte anbringt. Diese Fristenänderungen, die wurden der Weltgesundheitsversammlung vom 28. Mai 2022 angenommen. Die von der nunmehrigen BHA am 1. Juni 2024 angenommenen Änderungen der IGV treten ohne Ablehnung bis zum 31. März. Solange haben die Staaten Zeit, das abzulehnen und Vorbehalte anzubringen. Für die Vertragsstaaten demnach am 1. Juni 2025 automatisch in Kraft. Eine Ratifizierung erfolgt nicht, im Gegensatz zu den Pandemieabkommen. Der Vertrag hätte, wenn er zustande gekommen wäre, ratifiziert werden müssen. Innerhalb 18 Monaten, das Verfahren läuft hier anders. Das wisst ihr alles schon. Ich bin im Übrigen auch in der nicht ganz beneidenswerten Lage, euch viele Dinge zu erzählen, die ihr alle schon längst wisst und nicht so ganz weiß, was kann ich denn euch noch Neues erzählen. Aber ich versuche es halt irgendwie so zu komprimieren, dass es einigermaßen gut geht. Hier habt ihr die entsprechenden Bestimmungen, die 2022 geändert worden sind, noch zu nachlesen. Und dann komme ich zu der alles entscheidenden, aus meiner Sicht, Bestimmung von Artikel 55 Absatz 2 der IGV, die eben eine innerstaatliche demokratische Meinungs- und Willensbildung garantieren soll. Das ist entscheidend für mich, eine zwingende Formvorschrift, die auch innerstaatliche Geltung hat, weil Völkerrecht auf Gesetzesstufe steht. So steht es in den Verfassungen der Schweiz wie auch im Grundgesetz. Der Sinn dieser Formvorschrift ergibt sich einmal aus Artikel 22 der Verfassung der WHO. Der Sinn dieser Vorschrift ist es, im Lichte einer im Einklang mit Artikel 31 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge stehenden Auslegung und in Wahrung des Grundsatzes von Treu und Glauben bei der Erfüllung völkerrechtlicher Verträge, ich habe das hier auch noch ergänzt, Artikel 26, Pacta sunt servanda, allen Vertragsstaaten der IGV ausreichend Gelegenheit zu geben, die innerstaatlichen, rechtlichen, institutionellen, politischen, finanziellen Auswirkungen von Änderungsvorschlägen sowie deren Vereinbarkeit mit den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten einschließlich der international und regionalen Menschenrechtsvorschriften gründlich zu prüfen. Das ist der Sinn dieses Artikels 55 Absatz 2 IGV. Artikel 31 des Wiener Übereinkommens sagt eben, dass Verträge nach Treu und Glauben auszulegen sind. Und den letzten Punkt, den ich ja angeführt habe, das steht nirgendwo geschrieben, das ist meine Meinung. Diese Willens- und Meinungsbildung, die soll nicht aufgrund von 308, so viel waren es insgesamt, inkohärenten und unausgegorenen Änderungsvorschlägen zuhanden einer Arbeitsgruppe, sondern von solchen, die auch tatsächlich zur Beratung und Abstimmung gelangen sollen, gefällt werden. Bis zum 17. April dieses Jahres lag offiziell lediglich eine völlig unübersichtliche Fassung sämtlicher Änderungsvorschläge mit zahlreichen Varianten vom November 2022 vor. Ich habe hier die entsprechenden Fundstellen eingeblendet. Aufgrund dieser Entwurfsfassung von 2022 war eine fundierte Meinungs- und Willensbildung in den Vertragsstaaten nicht einmal für deren verantwortliche Repräsentanten, das sind die sogenannten Politiker, die nichts lesen, was man ihnen vorlegt, die von hinten und vorn keine Ahnung haben, was in den Verträgen drinsteht
Das sind die, die ich da gemeint habe, geschweige denn für die betroffene Bevölkerung, die immerhin von denen repräsentiert werden, möglich. Bei Einhaltung der Frist von 4 Monaten hätte ein konsolidierter Änderungsvorschlag daher spätestens am 27. Januar 2024 allen Vertragsstaaten kommuniziert werden müssen. Und das ist bekanntlich nicht geschehen. Erst am 17. April veröffentlichte die WHO erstmals eine neue offizielle und quasi konsolidierte Fassung eines Vorschlages vom Büro zuhanden der Arbeitsgruppe. Hier sind diese Vorschläge, die Fundstellen für die Vorschläge. Und diese neue Fassung vom 17. April wich von der Entwurfsfassung 2022 erheblich ab und kreierte teilweise völlig andere, weder in jenem Entwurf noch in den gültigen IGV von 2005 enthaltene und auch nicht bis spätestens zum 27. Januar kommunizierte Texte. Allein ein kursorischer Blick auf diese genügt, um zu erkennen, dass diese Wortlaute völlig neu sind und damit keinesfalls am 16. November 2022, wie das der Generaldirektor in früheren Notifikationen korrekt formuliert hatte, form- und fristgerecht kommuniziert worden sein können. Erst am 27. Mai, also am Tag des Beginns der WHA, wurde schließlich in einem Bericht des Generalsekretärs ein weiterer neuer IGV-Entwurf dieser Arbeitsgruppe vom 20. Mai veröffentlicht, der wiederum diverse, nicht im Entwurf vom 17. April enthaltene Änderungen beinhaltete. Nun muss man vielleicht dazu sagen oder einschieben, selbstverständlich kann man, wenn ein Änderungsvorschlag irgendwo eingebracht wird, über den noch in Nuancen diskutieren. Das heißt ja nicht, dass man nur diesen Änderungsvorschlag so oder nicht anders annehmen darf. Bei Vertragsverhandlungen wie beim Pandemieabkommen ist es eigentlich sogar normal, dass man bis zum Schluss verhandeln kann. Nur hier haben wir eben diese 4-Monatsfrist. Und da muss mindestens in den Grundzügen der betreffende Änderungsvorschlag meines Erachtens publiziert sein. Man kann nicht etwas, was völlig neu ist und bisher überhaupt nicht zur Diskussion gestanden hat, plötzlich einbringen. Ihr seht übrigens hier, das ist rauskopiert aus diesem Änderungsentwurf. Was da gelb markiert ist, ist das, was neu eingebracht worden ist vom Büro am 20. Mai, also 7 Tage vor Beginn dieser WHA. Und wenn ihr das durchlest, dieses Ergebnis, dieses A77.9, dann werdet ihr sehen, dass da sehr vieles noch gelb hinterlegt ist. Und schließlich wurde nun am 1. Juni abends um 20 Uhr ein finaler Text der IAR-Änderungen als Arbeitsergebnis einer wiederum anderen Arbeitsgruppe veröffentlicht. Ich verweise dazu auf den hervorragenden Artikel von unserer lieben Laura Kölsch, die das sehr treffend zusammengefasst hat. Mein Fazit über den Verfahrensgang, wie sich die Vertragsstaaten unter diesen Umständen eine fundierte Meinung hätten bilden sollen oder können, ist völlig schleierhaft und zeigt den Rechtsbruch von Artikel 55 Absatz 2 IGV in optima forma auf. Nun, wie hat die WHO das begründet? Auf ihrer Homepage vertrat sie unter Question and Answers die Auffassung, sie sei ihrer Verpflichtung aus dieser Formvorschrift dadurch nachgekommen, dass sie die von den Mitgliedstaaten eingebrachten Änderungsvorschläge am 16. November 2022 publiziert habe. Diese Auffassung entspricht indessen in keiner Weise dem oben dargelegten Sinn und Zweck von Artikel 55 Absatz 2 der IGV. Die WHO hat denn auch bis zum Aufkommen von heftiger Kritik ihr Vorgehen ganz anders damit begründet, nämlich, dass die Arbeitsgruppe IGV, diese Working Group WEGA GIHR, als eine von der WHA eingesetzte Kommission im Sinne dieses Artikels der WHO-Verfassung
diese Fristbestimmung einfach derogieren, das heißt mit anderen Worten dessen Anwendung ausschließen könne. Diese abenteuerliche Behauptung findet weder in dem zitierten Artikel 18 Litera E der WHO-Verfassung noch insbesondere in den IGV selbst eine Stütze und ist rechtlich unhaltbar. Nunmehr setzt sich die WHO also mit ihrer eigenen Begründung, wohl in Wahrnehmung von deren Absurdität und Rechtswidrigkeit, in Widerspruch, indem sie unter Q&A nun plötzlich auf die Publikation vom 16. November 2022 verwies. Andere Akteure, wie etwa der Schweizerische Bundesrat, muss ich zu meiner Schande sagen, haben diese Sichtweise unkritisch übernommen und nachgebetet, insbesondere auch Frankreich, USA und weitere in einem Resolutionsantrag vom 28. Mai 2024 mit der Feststellung, ich zitiere das nicht alles, man habe das in Erfüllung der Aufforderung von Artikel 55 Absatz 2 richtig gemacht quasi. Und vielleicht kann man den Fokus hier auf das Unterstrichene noch legen, sowie alle von der Arbeitsgruppe während der Sitzungen ausgearbeiteten Iterationen dieser Änderungsvorschläge übermittelt hat. Und das stimmt nun ganz eindeutig nicht. Das ist einfach schlicht unwahr, was da im letzten unterstrichenen Satzteil steht. Denn diese Änderungen wurden eben gerade nicht im Einklang bzw. wie es jetzt heißt, in Erfüllung der Anforderungen dieses Fristartikels bis spätestens 27. Januar übermittelt, sondern enthalten zahlreiche völlig neue Wortlaute und Definitionen, welche den Vertragsstaaten zuvor nie notifiziert worden waren und erst gut zwei Monate vor der 77. WHA erstmals kommuniziert wurden. Einlässlich dazu habe ich hier eingeblendet Fundstellen, insbesondere bei Silvia Behrendt. Es ist sicher bekannt, dass sie zwei offene Briefe an Herrn Tedros geschickt hat. Den zweiten, das habe ich hier nicht einblenden können, das ist eine PDF-Datei, die habe ich selber übersetzt und von ihr autorisieren lassen. Bei Bedarf kann ich die auch auf Deutsch versenden. Bis anhin entsprach es indessen der eigenen Verwaltungspraxis der WHO zu diesem Fristartikel, dass der endgültige Text der vorgeschlagenen Änderungen der IGV allen Vertragsstaaten spätestens vier Monate übermittelt worden ist vor der jeweiligen WHA. So wurden insbesondere, und da lege ich immer wieder großen Wert drauf, die Änderungsvorschläge zu den Fristverkürzungen, die ich vorhin eingeblendet hatte zu Beginn, und welche die USA eingebracht hatten, die wollten übrigens Fristverkürzungen bis auf sechs Monate in beiden Fällen, also Widerspruch und Inkraftsetzung beides sechs Monate. Das hat dann die WHA 2022 so nicht angenommen. Diese Änderungsvorschläge waren vom Generaldirektor am 20. Januar 2022 allen Vertragsstaaten im Hinblick auf die WHA von Ende Mai 2022 wörtlich im Einklang mit Artikel 55 Absatz 2 IGV formgerecht kommuniziert worden. Die Unterlagen belegen denn auch, dass das Sekretariat im Oktober 2022 eindeutig beabsichtigte, diese Auslegung auch auf die Änderungsprozesse der IGV anzuwenden. Dies geht vor allem, und das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt, aus dem Mandat an die Working Group IHR vom 23. Oktober 2022 hervor. Darin wird nämlich diese Gruppe beauftragt, ihr endgültiges Paket von Änderungsvorschlägen dem Generaldirektor vorzulegen, der es gemäß Artikel 55, da wird Bezug genommen wieder auf diese Frist, Vorschrift allen Vertragsstaaten kommunizieren wird. Also das Mandat bezieht sich eindeutig auf das endgültige Paket, das heißt auf die vorgeschlagenen Änderungen der IGV in ihrem ausverhandelten endgültigen Wortlaut mit der, selbstverständlich der Möglichkeiten, einzelne Dinge noch umzuformulieren. Aber im Grundsatz sollte das eigentlich ein ausverhandelter Text sein, in dem sie dann eben entsprechend kommuniziert und geprüft werden könnten.
Und zum Zweiten wies das WHO-Sekretariat im November 2022 in dem Schreiben an die Vertragsstaaten, welches diesen Änderungsvorschlägen beigelegt war, nicht explizit darauf hin, dass es sich nun hier um eine förmliche Kommunikation im Sinne der Fristvorschrift handle, wie dies sonst immerzu gehandhabt worden war und eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit darstellt. Im Oktober 2023 bestätigte das WHO-Sekretariat, dass für den Fall eines fehlenden Entwurfs bis Ende Januar, das hat man nämlich schon gesehen, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird, da haben wir gesagt, in Übereinstimmung mit dem Fristerfordernis der Fristbestimmung anstelle einer Abstimmung an der WHA auch lediglich Bericht über den bis Ende Januar erreichten Verhandlungsstand erstattet werden könne, denn eine Frist ist eine Frist. Das hat Laura in ihrem Artikel sehr schön herausdestilliert. Also das hat man schon erkannt, dass es eine Frist ist, die eigentlich eingehalten werden müsste. Und der Generaldirektor erstattete in diesem Sinne denn auch am 27. Mai 2024 zunächst einen solchen Bericht mit einem angehängten neuen Entwurf der IGV vom 20. Mai 2024. Nur einen Tag später brachten Frankreich, die USA und weitere dann ihren Resolutionsentwurf ein und drängten geradezu auf die Verabschiedung der IGV-Änderungen. Wer hinter diesem Drängeln stecken könnte und welcher Druck ausgeübt werden sollte, das kann man sich wohl denken. Dass, wie die WHO zunächst lange argumentiert hat, eine Kommission Gesetzesrecht außer Kraft setzen könne, ist eine völlig absurde Rechtsauffassung, ebenso wie auch die nun nachgeschobene und nachgebetete. Damit bricht die WHO klares Gesetzesrecht. Zudem verletzt sie Artikel 26 des Wiener Einkommens, das ich schon zitiert habe, wonach ein in Kraft stehender Vertrag die Vertragsparteien bindet und von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen ist. Interveniert ein Vertragsstaat nicht dagegen und lehnt er gesetzwidrig zustande gekommene IGV-Änderungen nicht ab, bricht auch er meines Erachtens Treu und Glauben, nach Treu und Glauben Völkerrecht und innerstaatlich gültiges Gesetzesrecht. Das gehe ich im Schnelldurchgang. Ich will da nur das stehen lassen und nicht rausputzen, aber das geht darum, dass die IGV-Änderungen natürlich alles andere als rein technischer Natur und geringfügig, wie das runtergespielt worden ist, sind, sondern dass es sich um ein Regelwerk handelt, welches gemäß selbst der Neuen Zürcher Zeitung teilweise einen autoritären Geist atmet. Interessant an der Feststellung oder an dem Titel dieses Artikels finde ich im Übrigen noch, dass offenbar gar nicht zur Diskussion stehen soll, ob, sondern nur noch, wie viele Freiheiten wir aufgeben sollten. Nachfolgend seien einige der einschneidendsten Änderungsvorhaben kurz beleuchtet. Ich will das aber im Schnelldurchgang machen, weil vieles ist davon weggefallen, aber ich will es kurz anschneiden, um eben diesen autoritären Geist nochmal aufzuzeigen und auch diese Inkohärenz und diese Intransparenz auch des ganzen Verfahrensvorgangs aufzuzeigen. Artikel 12 der Fassung von 2022 ließ bereits eine potenzielle gesundheitliche Notlage ausreichen, um einen Public Health Emergency for International Concern, das ist die internationale Notlage, auszurufen. Und er braucht ja dabei auch den Rat seines eigenen Notfallausschusses, den er übrigens selbst bestimmt und besetzt, nicht zu befolgen, wie er bei den Affenpocken eindrücklich demonstriert hat. Diese Bestimmung von Artikel 12 wurde nunmehr mit einem wiederum geänderten Titel, also da wurden die Titel laufend geändert während des Prozesses, versehen und enthält neue Formulierungen, insbesondere den neu definierten Begriff der pandemischen Notlage. Das gab es vorher gar nicht. In der IGV war nicht an einer Stelle von Pandemie oder von pandemischer Notlage die Rede. Das ist erst seit dem 17. April
diesen Jahres überhaupt kommuniziert wurde. Die Möglichkeiten einer gesundheitlichen Notlage von regionaler Tragweite oder eines mittleren Gesundheitsalarms, das sollte definiert werden in einem Absatz 6 in dieser Fassung. Und das will ich nur schnell aufzeigen, um zu zeigen, wie absurd das ist, den Vertragsstaaten 7 verschiedene Varianten eines Absatzes hinzuwerfen und dann sagen, damit haben wir euch jetzt die Änderungsvorschläge kommuniziert. Das sind also 7 verschiedene Formulierungen. Den Artikel 13a, den kennt ihr auch alle, das war eigentlich die Kernbestimmung, die den Anspruch der WHO auf Durchsetzung ihrer Empfehlungen, die verbindliche Verpflichtung der Vertragsstaaten zu ihrer Befolgung festschreiben sollte, ist aber aus allen neuen Fassungen verschwunden, wohl weil der Aufschrei dann doch zu groß war. Es ist auch die Frage, inwieweit diese Bestimmung überhaupt notwendig ist, wenn wir uns diese Bestimmungen, was daraus geworden ist, angucken. Die sind meines Erachtens waren und sind auch immer noch in anderer Form, darauf werde ich zurückkommen, das Einfallstor für Zensurmaßnahmen und die praktische Ausgestaltung des Begriffs Fehlinformation und Desinformation gemäß dem Artikel 18 des Pandemieabkommens in der Fassung von diesem Frühjahr. Die betreffenden Bestimmungen wurden nunmehr allerdings in einen Annex verschoben und entsprechend der Definition in der Fassung des Pandemieabkommensentwurfs umformuliert. Im Kerngehalt sind sie unverändert, ich komme darauf weiter unten zurück. Allerdings ist die Fassung des Pandemieabkommens vom 13. März auch schon wieder durch neue Entwürfe vom 22. April und 24. Mai überholt. Wie ihr alle wisst, ist das Pandemieabkommen inzwischen indessen vorerst gescheitert. Aber es hat eben trotzdem seine Bedeutung, was ich gerne aufzeigen möchte, dann im Begriff, in Bezug auf den Begriff eben der Fehl- und Desinformation, der sogenannten Risikokommunikation. Nicht nur der Entwurf vom 30. Oktober 2023 hatte die Bekämpfung von Fehlinformation und Desinformation noch offen vorgesehen, sondern auch der Entwurf vom 13. März, insbesondere in Artikel Ziffer 18, Ziffer 4, mit dem Ziel von deren Bekämpfung und Verhinderung. Also sollte ein Ziel festgeschrieben werden im Pandemiepakt, dass die Vertragsstaaten sich verpflichten, aktiv Fehlinformation, Desinformation zu verhindern. Zu beseitigen, stand dann auch noch irgendwo in Absatz 1 dieses Artikels. Nunmehr allerdings weist einzig noch der Begriff der Risikokommunikation gemäß Artikel 18 Ziffer 1 des neuesten Entwurfs auf die Informationskontrolle hin. Und damit soll wahrscheinlich der Eindruck erweckt werden, das Pandemieabkommen habe die Bekämpfung bzw. Verhinderung von Infodemie nicht mehr zum Ziel. Und so wird das Ziel der Bekämpfung dieser Fehl- und Desinformation oder dieser angeblichen Fehl- und Desinformation verschleiert. Denn der Begriff der Risikokommunikation verweist auf die Zensur in den IGV, wenn sich aus ihm in Verbindung mit demselben Begriff im nunmehr Annex Kernkapazitäten und so weiter, nun auch in der Endfassung vom 1. Juni 2024 genau diese Verpflichtung zur Bekämpfung von Fehl- und Desinformation ergibt. Wie auch immer der Begriff in den IGV oder im PA schließlich definiert ist, wird zur Auslegung seines Sinns, und dazu verweise ich auf Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge, wo es heißt, dass bei der Auslegung von Verträgen auch immer die Materialien herbeizuziehen sind. Also was wurde beraten, was wurde formuliert, vorgeschlagen im Laufe der Vertragsverhandlungen, das ist immer auch heranzuziehen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass egal wie man es letztlich definiert, stets auch der von der WHO immer wieder verwendete und nach wie vor auf ihrer Homepage mehrfach veröffentlichte Begriff Infodemie heranzuziehen sein wird und damit seinen Fortbestand findet. In den IGV wird der Begriff der Infodemie nicht verwendet, kam gar nie vor. In dem Pandemieabkommen dagegen wurde das laufend verändert.
In dem Entwurf vom letzten Oktober, da hieß es noch, Infodemie bedeutet und so weiter, zu viel, ein zu viel an Informationen, falschen oder irreführenden Informationen. Also auch ein zu viel war denen schon zu viel. Und das führt zu Verwirrung und risikofreudigem Verhalten und Misstrauen gegenüber den Gesundheitsbehörden. Das steht alles so drin auf der Homepage der Definition, was ist Infodemie gemäß der Meinung der WHO. Und das sollte so in den PA reinkommen. Das hat man dann wohl gemerkt, dass das so nicht geht. Dann hat man es umformuliert im Frühjahr, März, und es aus der Definition in Artikel 1 des Pandemieabkommens rausgenommen, einfach in einen bestimmten Artikel rein und da nur noch diese gelb hinterlegten Begriffe, immerhin da noch Fehl- und Desinformation, Verhinderung, Beseitigung, Entgegenwirken und so weiter. Das wurde dann in der letzten Fassung vom 24. Mai nochmal runtergefahren und heißt jetzt, es soll der Zugang gesichert sein. Bitte zu entschuldigen, dass ich das nicht noch übersetzt habe, aber ich glaube, ich so viel durchaus verständlich. Der Zugang insbesondere zu Wissenschaft und evidenzbasierter Information, was immer das heißen mag, und insbesondere durch Risikokommunikation sollte das also sichergestellt werden. Und was Risikokommunikation bedeutet, das steht nirgendwo mehr im Vertrag, sondern nur noch in der Präambel, wo es diese in Ziffer 3.10 dieses Anerkenntnis hat, dass man Missinformation, Disinformation bekämpfen soll. Interessanterweise steht dort auch Stigmatisation. Und diesen Begriff, den findet man aber sonst nirgendwo. Den findet man nur in diesem Entwurf. Und das finde ich noch einigermaßen bezeichnend. Das fände ich nämlich an und für sich keinen schlechten Ansatz, die Stigmatisation auch zu brandmarken oder zu stigmatisieren. Aber genau das will man offenbar dann doch nicht. Ich sehe eine Einschränkung oder zumindest Gefährdung der staatlichen Souveränität und insbesondere dadurch, als die eigenständige Determination dessen, was im Bereich der öffentlichen Gesundheit falsche und unzuverlässige Information, glaubwürdig, faktengestützt, Fehlinformation, Desinformation sein und überhaupt noch kommuniziert werden darf, aufgegeben wird und der Deutungshoheit der WHO unterstellt wird, mit der Verpflichtung, andere Meinungen auf dem Wege der Zensur und Informationsunterdrückung völkerrechtlich verbindlich zu unterbinden, womit faktisch in verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte mit einem freiheitlichen, offenen Diskurs und Freiheit der Wissenschaft eingegriffen würde. Gewisse Vertragsstaaten haben ja in sozusagen vorauseilendem Gehorsam diese Verpflichtung längst umgesetzt. Ich erinnere an den Digital Services Act, verweise hier auf diese Schlagworte, die der Manfred Kölsch in seinem hervorragenden Aufsatz auseinandergenommen hat und die eben zeigen, dass auch irgendwie anderweitig schädliche Informationen soll unterdrückt gelöscht werden können oder zur Löschung verlangt werden können von den Behörden, womit eigentlich alles, was momentan unerwünscht ist oder nicht in den aktuellen Meinungskorridor reinpasst, gelöscht werden kann. Die erstmals am 17. April 2024 vorgelegte und für die nachfolgenden Fassungen vom 20. Mai und insbesondere eben auch für die Umfassung vom 1. Juni grundlegende Fassung der IGV soll uns insbesondere unter dem Aspekt dieses Artikels 55 Absatz 2 mit der bis dato einzig offiziellen Fassung der 22er Fassung verglichen werden. Dabei erlaube ich mir nur nebenbei die Frage, warum eigentlich die Ergebnisse der Verhandlungen ständig und bis dahin geheim gehalten worden sind, wenn diese doch, wie Frau Tina Rudolph so schön getönt hat, hochgradig transparent und eine Sternstunde der Demokratie gewesen sein sollen. Diese aktuelle Fassung, wie insbesondere auch die am 1. Juni schließlich angenommene, zeigt allerdings klar auf, dass zahlreiche, völlig neue und bisher nicht, geschweige denn 4 Monate vor der entscheidenden WHA bis zum 27. Januar kommunizierte Wortlaute kreiert worden sind.
Das ist eine neue Definition, die gab es vorher nicht, völlig neuer Begriff. Ich gehe das aber schnell durch, weil dieser Frühwarnalarm, der ist dann schließlich wieder fallen gelassen worden. Hier haben wir eine neue Definition. Was soll eine Pandemie sein? Bisher war eine Pandemie nirgends definiert in den IGV. Eigentlich ein einigermaßen merkwürdiges Faktum, finde ich, wenn es um die Bekämpfung von länderübergreifenden und sich ausbreitenden Infektionen gehen soll, warum man das nirgends definiert. Man hat dann auch die pandemische Notlage noch dazu genommen, die ist auch neu reingekommen, die war vor dem 17. April nirgendwo drin. Und das sind nun klare Verstöße gegen diesen Artikel 55. Also wenn dann nach dem 27. Januar noch völlig neue Sachen reinkommen, finde ich, ist diese Vorschrift ganz klar verletzt. Insbesondere glaube ich auch, dass da mit der Definition der Pandemie, die 2009 von der WHO einseitig geänderte Definition nunmehr in den IGV zementiert werden sollte. Danach braucht es eine hohe Sterblichkeit überhaupt nicht mehr. Genügend andere Voraussetzungen wie die Überlastung, die drohende, unbekanntes neues Virus und all diese Sachen. Aber eine hohe Sterblichkeit, wie sie eigentlich für eine Pandemie Voraussetzung sein sollte, die ist nicht mehr gefragt. Ich habe die entsprechenden Fundstellen hier eingeblendet, unter Verweis auf das auch im Übrigen sehr lesenswerte Buch von Beate Barner zum WHO-Pandemievertrag. Der Begriff der Pandemie als Grundbegriff ist aus den Endfassungen allerdings wieder verschwunden, nur die pandemische Notlage bleibt. Sie wurde nochmals umformuliert und kann schon bei einem Risiko, High Risk heißt es dort, nun angenommen werden. Dann hat die beabsichtigte Streichung der Achtung der Würde, der Menschenrechte und Grundfreiheiten ja einiges zu reden gegeben. Das ist alles wieder verschwunden. Und jetzt nur noch durch diese gelb hinterlegten Textzusätze ergänzt worden. Also diese Streichung wurde letztlich rückgängig gemacht. So, nun komme ich zum Herzstück eigentlich dieser Sache. Das ist die Informationskontrolle. Und da hieß es in Artikel 44, dass die Staaten einander unterstützen sollen bei der Bekämpfung der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen. Und gleiches sollte auch für die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und der WHO gelten. Nun hat man diese Kernbestimmungen von falschen und zur Bekämpfung der Verbreitung etc. aus diesem Entwurf rausgenommen und in einen Annex 1 verschoben. Und sie lauten dort so, dass man sich da unterstützen soll bei der Entwicklung, Stärkung und Aufrechterhaltung von Kernkapazitäten. Was diese Kernkapazitäten unter anderem, das ist die Endfassung jetzt, beinhalten, das sieht man hier in diesem Annex A, Ziffer 2, Risk Communication including Countering Misinformation and Disinformation. Und in der Endfassung vom 20. Mai bzw. 1. Juni wurde der Begriff Countering als Bekämpfung ersetzt durch den Begriff Addressing bei ansonsten gleichlautendem Text. Nun, für mich spielt das eigentlich keine große Rolle, ob Addressing oder Countering. Es geht einfach darum, missliebige Informationen, die nicht ins Bild passen, als Fehlinformation oder Desinformation brandmarken zu können und bekämpfen zu können. Also das zeigt alles, diese bereits rudimentäre Gegenüberstellung, dass diese Bekämpfung der Fehl- und Desinformation bzw. Infodemie keineswegs aufgegeben worden ist, sondern einfach aus dem Hauptdokument der IGV in den Annex verschoben worden ist, mit einem neuen und nicht regelkonform kommunizierten Wortlaut versehen hat. Das Unterlassen der Notifikation eines konsolidierten Änderungsvorschlages als Gesamtpaket bis spätestens zum 27. Januar 24 ist rechtlich nicht haltbar und stellt eine flagrante Verletzung der klaren Verfahrensnorm von Artikel 55 Absatz 2 IGV dar.
Die IGV hätten deshalb an der WHA keinesfalls zur Behandlung und Verabschiedung gelangen dürfen. Alles andere ist mit dem Sinn und Geist dieser Gesetzesnorm nicht vereinbar und bedeutet einen elementaren Rechtsbruch nicht nur seitens der WHO, sondern auch derjenigen Vertragsstaaten, die darüber hinweggegangen sind. Das Vorgehen dokumentiert gerade, was die Staaten, die darüber hinweggegangen sind, im Übrigen auch aus meiner Sicht den zunehmenden Zerfall jeglichen gesunden Rechtsempfindens. Wenn es unsere Volksvertreter, die das Volk vertreten sollen und seine Interessen dahin gehen und über sowas in Kenntnis der Rechtswidrigkeit abstimmen und das gutheißen, dann finde ich, bedeutet das für das Rechtssystem, für den das Rechtsempfinden und auch für den Rechtsfrieden in unseren sogenannten Demokratien nichts Gutes. Insbesondere sei auch in diesem Zusammenhang an den Grundsatz Pacta sunt servanda nochmals erinnert. Alle Vertragsstaaten sind verpflichtet, die IGV in allen Teilen einzuhalten, auch in denjenigen, die ihnen halt momentan vielleicht nicht so zu Pass kommen. Wenn ein Vertragsstaat eine Verletzung wie diejenige dieser Fristregel feststellt, so hat er nach Treu und Glauben gar die Pflicht, in geeigneter Weise zu reagieren bzw. konsequent dagegen zu intervenieren. Aus meiner Sicht ist es daher unverantwortlich, mehr Macht einer, wie ihr alle wisst, finanziell erheblich von nichtstaatlichen Akteuren abhängigen Organisation einzuräumen, welche schamlos gegen Treu und Glauben handelt und ihre eigenen Gesetzesregeln bricht. Das hat weder mit Ängsten vor einer globalen Organisation noch mit Fehlinformation zu tun, sondern sind einfache rechtliche erhebliche Fakten. Diesen ins Auge zu sehen, liegt in der Verantwortung der zuständigen nationalen Organe. Es gilt daher, in den nächsten Monaten alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die rechtswidrig zustande gekommenen Änderungen der IGV abgelehnt werden. Ich mache mir da zwar wenig Hoffnung, wenig plausible Hoffnung, aber immerhin, wir sollten es versuchen, wir sollten diejenigen Leute, die Verantwortung dafür tragen, auch an diese Verantwortung erinnern und sollten insbesondere auch sauber in Ruhe abklären, welche rechtlichen Schritte und Möglichkeiten wir unternehmen können, um diesen Unsinn rückgängig zu machen. Ich zitiere nochmal gerne: Eine Frist ist eine Frist. Und füge bei, die Missachtung von Gesetzesrecht ist ein Rechtsbruch. Dass es bei der Unterdrückung von angeblicher Fehl- und Desinformation, die nun verharmlosend als Behandlung oder Ansprache bezeichnet wird, nicht weiterhin um deren aktive Bekämpfung gehen wird, hat ein sichtlich angeschlagener und nervöser Generaldirektor eben dokumentiert und damit seine Maske fallen lassen. More than 14 million children in 2022 did not receive a single dose of vaccine. Working together with partners like Gavi and UNICEF, we aim to halve that number by 2030. But you know the serious challenge that's posed by anti-vaxxers, and I think we need to strategize to really push back, because vaccines work, vaccines affect adults, and we have science, evidence on our side. I think it's time to be more aggressive in pushing back on anti-vaxxers. I think they use COVID as an opportunity and, you know, all the havoc they're creating. Es ist Zeit, aggressiver gegen die Impfgegner vorzugehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.